Können die Djinn uns Menschen beklauen? Können die Djinn die Menschen beklauen? Es gibt eine Überlieferung bei Bukhari von Abu Huraira radiyallahu anhu arda, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn einmal den Auftrag gegeben hat, über die Zakat zu wachen, das heißt in Baitul Mal. So kam ein Shaitan und wollte klar. Und Abu Huraira hat ihn erwischt und er hat ihm gesagt, ich werde dich zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bringen. Er hat ihm gesagt, ich bin bedürftig, ich bin arm, bringe mich nicht zu ihm und ich werde es nie wieder tun. Dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu, was passiert ist zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm gesagt, was macht ein Gefangener? So sagte er, er hat mir versprochen, dass er das nie wieder machen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, er wird das wieder machen und zurückkommen. Und dann kam er ein zweites und ein drittes Mal. Jedes Mal hat er gelogen und er ist immer wieder gemacht. Zum Schluss, als Abu Huraira ihm gesagt hat, jetzt werde ich dich zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bringen, sagte er, dieser Shaitan, er sagte, mach das nicht und ich werde dir eine Ayah beibringen. Wenn du sie sagst, dann wird Allah dir einen Bewacher schicken, bis du aufstehst. Was hat er ihm beigebracht? Welche Ayah? Na? Ayatul Kursi. Richtig. Dann ist Abu Huraira zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihn gefragt nach dieser Angelegenheit. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sadaqaqa wa huwa kadhub. Er hat dir die Wahrheit gesagt, während er aber nichts anderes als Lügner ist. Als Lügner ist. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah ta'ala, sagt, was man hier aus dieser Überlieferung entnehmen kann, ist, dass die Djinn klauen und betrügen. Klauen und betrügen. Und in der Tat kann es manchmal Umstände geben, kann es manchmal Situationen geben, wo ein Mann sagt, wo ist mein Geld? Ist nicht immer die Ehefrau. Aber oft gibt es Ehefrauen, die wir klauen. Eine Schwester hat mich mal angerufen und meint zu mir, Wallahi, Herr Sheikh, mein Mann schläft immer auf sein Portemonnaie, sodass ich nicht rankomme. Allah muss sagen, wenn der Mann auf sein Portemonnaie schlafen muss, dann ist wirklich Ehekrise angesagt. Auf jeden Fall, es kann wirklich sein, dass mal was fehlt. Aber nicht sofort Djinn, ja, wie manche Leute übertreiben. Es kann manchmal ein Djinn sein, aber oft ist es die Ehefrau. Wallahu a'lam.